So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2. Wir sind in der finalen Welt, wie es ausschaut, und betreten dort das erste Level. Wir haben im letzten Part die Bubbly Cloud, so wie die Welt auch mal hieß, abgeschlossen. Auf jeden Fall haben wir Krakow, die Wolke, besiegt im letzten Part. Am Ende des letzten Parts. Letzten Part hat man mal keinen Regenbogentropfen einzusammeln, Gott sei Dank. Ich denke mal, diesen Part wird es auch wieder keinen geben, je nachdem, wie lange ich brauche für das Level, beziehungsweise für die Level. Weil hier ist es auf jeden Fall im letzten Level sozusagen, also im letzten regulären Level, ist der letzte Regenbogentropfen. Von daher glaube ich noch nicht, dass wir in diesem Part sofort dorthin kommen, aber mal schauen. Kommt halt drauf an, wie gut wir uns anstellen eventuell. Das war gerade sehr strange irgendwie, da hochzufliegen. Ich weiß nicht, ob wir unten auch nochmal weitergekommen wären, aber ich gehe irgendwie mal von aus, dass wir unten auch zur Not weitergekommen wären. Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt oben lang. Und da ist schon die Boss-Tür, die Finaltür, was? Okay. Okay. Wenn es so sein soll, dann eventuell schaffen wir das doch heute mit den ganzen Leveln bis kurz vorm Boss oder so, dass wir im nächsten Part dann den Boss machen können. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube zwar noch nicht dran, aber wer weiß. Ich denke mal, das ist irgendwie fake. Ich habe so das Gefühl, diese Tür ist nicht fake. Interessant. Okay. Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, die Tür ist eigentlich fake, aber wenn dem nicht so ist, dann bin ich damit auch glücklich. Dann gehen wir mal ins zweite Level. Ach ja, eventuell wird es heute doch noch was. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Fisch fürs siebte Level dann. Hoffentlich bekommen wir den irgendwo vorher. Wenn nicht, müssen wir den uns vorher noch irgendwo holen. Kommt halt drauf an, wie wir jetzt das Level quasi beenden, also wie wir den Part hier quasi beenden können. Also wenn wir den Part halt im siebten Level quasi beenden, dann ist das okay. Dann können wir da was machen. Beziehungsweise dann können wir das so machen, dass ich das wie immer mache, dass ich das reinschneide oder so. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ich denke, das ist okay so. So wollte ich gerade sagen. Dann killen wir den mal, wollte ich gerade sagen. Aber das wurde wohl nicht so ganz was, wie ich mir das erhofft hatte. Aber das macht nichts. Denn wir haben jetzt auf jeden Fall Rick und sind damit erstmal doppelt geschützt sozusagen. Hey, was soll das? Das war nicht sehr nett. Und hier einfach Kirby wirft. Jo. Alles klar. Da, Kirby. Aber okay, hier scheint es so zu sein, dass wir scheinbar in jedem Level nochmal so einen kleinen Zwischenboss kriegen, wie es ausschaut. Gut, der hier ist jetzt nicht wirklich schwer, der Gegner. Von daher, wir behalten, glaube ich, sogar mal die Elektrofähigkeit, weil wir die eventuell noch früher oder später brauchen. Wenn wir jetzt nicht nochmal die Elektrofähigkeit irgendwo wechseln müssen, dann würde ich die vielleicht eventuell sogar aufheben bis zum letzten Level. Weil die brauchen wir. Naja, gehen wir erstmal ins dritte Level. Und hoffen, dass wir irgendwann China auch finden. So. Okay. Ja, das hat gut geklappt mit der Elektrofähigkeit bis ins letzte Level behalten. Das wird sowas von gut klappen mit der Elektrofähigkeit bis ins letzte Level behalten. Nämlich gar nicht. Ach, ist mir jetzt auch alles egal. Ich stürze mich einfach in den Tod mit meinem Hamster. Ist okay. So wollte ich das sehen. Nein, aber vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn wir hier nicht Rick am Start haben, weil ich glaube, der ist hier eher belastend, als dass er eine große Hilfe ist. Weil man ja auch mit dem Hamster nicht wirklich fliegen kann. Das heißt, man muss gezielt springen und weiß ich nicht. Ist, glaube ich, gar nicht mal so clever, den hier mitzubehalten an dem Level. Aber naja, wem auch sei. Werden wir ja sehen, ob das jetzt clever war oder nicht clever. Am Ende kommt alles ans Licht. Ja, ist jetzt auch erstmal egal, wenn wir, wie gesagt, zur Not schneide ich es halt wieder rein mit dem letzten Level sozusagen. Also mit dem letzten Regenbogen-Splitter. Regenbogen-Fragment. Regenbogen-Tropfen heißen die Dinger. Wann lerne ich es eigentlich mal? Ja, sollte auch nicht das Ding sein, das jetzt reinzuschneiden oder so. Dann versuchen wir in diesem Part halt alle Level zu meistern und dann können wir im nächsten Part in Ruhe das Finale angehen. Ich weiß nicht, wie lang das finale Level sein wird, ob das so ähnlich dann wie bei Super Mario Land 2 wird oder ob es einfach nur ein sehr, sehr überschaubares Level ist oder einfach nur der Boss.
Ich tippe fast eigentlich, dass es nur der Boss ist, weil, ja. Bei Kirby war das jetzt, also bei den ganzen Leveln war es ja bisher immer so, dass es eigentlich nur der Boss war. Von daher gehe ich mal davon aus. Naja, werden wir ja sehen. Wir machen uns mal geschmeidig an die Arbeit sozusagen, alles hier zu lösen. Ich denke mal, es sollte nicht das Ding sein, in diesem Part alle Level sogar zu meistern. Weil wir haben jetzt schon 3 von 7 und haben gerade mal ein Drittel der Zeit rum. Ja, ein Viertel, Flasti, ein Viertel. 5 Minuten vom 15 sind ein Viertel, genau. Na gut, eventuell mache ich dann auch einen 20-minütigen Part draus, wenn es wirklich so hoch kommt, dass wir eventuell halt sowas machen müssen. Ja, ich kann mich super ausdrücken, ich weiß. Nein, wenn wir den Level quasi nicht in dieser Zeit schaffen, in der ich die Level nicht in dieser Zeit schaffen, in der ich es gewollt hätte. Ja, das wird dann schon passen. Wenn wir da ein bisschen länger für brauchen oder so, beziehungsweise ein bisschen mehr Zeit diesen Part dafür nehmen. Ach ja, diese komischen Gegner, die man noch nicht einsaugen kann. Sehr, sehr merkwürdige Gegner, wie ich finde. Holen wir uns mal den, ja, die Maxi-Tomate, wollte ich sagen, um uns wieder frisch zu fühlen. Boah, diese Gegner sind aber auch fies, wenn man die halt wirklich nur mit gezielten Treffern erledigen kann. Gar nicht mal so easy peasy, Lemon Squeezy. Spielen wir jetzt das eine Level nochmal rückwärts, oder wie? Das sieht halt vollkommen aus wie das eine Level, bloß nochmal auf eine andere Weise. Sehr interessant, auf jeden Fall. Sehr merkwürdig, aber auch sehr interessant, habe ich das Gefühl. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Naja, wie dem auch sei. Jetzt kommen wir doch wieder zum Boss, oder? Ja, ach, der Ninja, nee, nicht der. Oh nee, nicht der Ninja. Der Ninja ist mein Hassboss eigentlich, so von den Zwischenbossen, glaube ich. Den Ninja mag ich echt am wenigsten. Dreckiger Ninja. Aber gut, der ist eigentlich relativ schnell down, wenn man es gezielt anstellt. Dann ist der relativ schnell down, weil man immer den mindestens 2-3 Leben abknöpfen kann, wenn man es gut macht, sag ich mal. Naja, wie immer auch sei. Auf ins 5. Level. Auf ins Verderben. Ist doch auch wieder ein Recycled. Hä? Ist hier irgendwie... Ja, okay, das ergibt Sinn, dass halt die Level quasi gleich aufgebaut sind, weil das ja eine Art Schloss ist. Das ist ja sozusagen symmetrisch. Von daher ist ja das Dark Castle. Und daher passt das auch eigentlich, dass das so ist. Wie gesagt, das ist ja eigentlich ein symmetrisches Level. Von daher passt das schon ganz gut, wenn die das so gemacht haben. Würde ich mal jetzt behaupten. Passt schon. Es war ein bisschen lame irgendwie, aber ist halt eine eigentlich gute Idee. Weil es ja wie gesagt ein Schloss ist, welches symmetrisch ist. Also mussten auch die Level identisch, so etwa identisch sein halt. Nicht komplett identisch, aber so in etwa. So, und hier haben wir wieder Rick. Ich denke mal, unten gibt es sogar einen anderen Partner. Welchen weiß ich aber nicht. Ist mir aber auch ehrlich zu sein egal. Aber auf jeden Fall würde es unten wahrscheinlich einen anderen Partner geben. Könnt ihr mal spekulieren, welcher es wäre. Ich tippe fast auf Kino. Also der Fisch. Ja, ich glaube, das ergebe Sinn, weil wir kommen ja hier auch im Elektro... Nee, im Wasserabschnitt. Kamen wir im ersten Teil im Wasserabschnitt? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Naja, wie immer auch sei. Jetzt besiegen wir erstmal Blocky. Die Endgegner-Typen, also die Mini-Endgegner, haben ja sogar alle ihre Namen. Was ich dann später erfahren habe. Aber ja. So. Erstmal hochspringen. Na, so hoch war es nicht. Aber es reicht schon. Reicht schon, um den 6. Level zu erreichen, sage ich mal, sozusagen. Der müsste ja ein Abklatsch vom 1. Level sein und ist er auch mit dem Wind hier. Naja, das ist alles Abklatsch von anderen Leveln. Aber ist das nochmal so ein... Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nochmal so ein Entspannungsraum? Das sieht für mich sehr nach so einem Entspannungsraum aus eigentlich. Also nach so einem, wo man nochmal Leben und sowas farmen kann. Wenn mir nicht alles täuscht. Sieht zumindest eher danach aus, habe ich das Gefühl. Ah, okay, nicht ganz so entspannend, aber ein bisschen. Es kommen ein paar Gegner vor, aber es sind, glaube ich, weniger als in einem anderen, als in einem anderen Level gewesen. Na dann. Wie sieht mir das stark nach nochmal so ein Hier dich nochmal, mein Junge, bevor du hier verkackst, quasi, bevor du gnadenlos verkackst im Endlevel aus. Tja,
Kann sein, dass es so ist. Okay, das war fies. Woher sollte ich das wissen? Wie konnte ich das erahnen? Dass ich da unten lang gehen muss. Das kann man nicht mal. Das ist wirklich Try and Error. Also, das kann man nicht riechen. Das kann ich nun echt nicht riechen. Wie sollte ich das wissen? Verratet mir das einer? Verrät mir das einer? So ist es, glaube ich, besseres Deutsch. Das kommt man nun echt nicht von einem erwarten. Wie hätte man das sehen sollen? Sagt es mir. So, sind wir jetzt richtig gegangen? Ja, nur unten der Sackgasse gewesen, okay. Das ist gut zu wissen. So, beziehungsweise nützt mir jetzt auch nicht mehr viel. Aber... ach komm. Und jetzt ist natürlich nur unten frei gewesen, Navi. Komm, das Try-and-Error-Prinzip. Das ist so ein Scheiß. So ein Schwachsinn. Also nicht wirklich. Warum macht man sowas? Okay, man hätte sich denken können, obwohl, nee, hätte man nicht, weil man hatte schon mal einen, der unten, also einen Pfad, der unten lang ging. Von daher hätte man sich das nicht denken können. Also hier hat man ja diesen Pfad, der, wo man auf jeden Fall unten lang gehen muss. Von daher konnte man sich das nicht denken, dass man nochmal unten lang gehen muss. Da hätte man sich eher vielleicht gedacht, ja, vielleicht in der Mitte nochmal. Dass man nur in der Mitte langkommt. Aber sonst, ein bisschen merkwürdiges Level-Design wirklich, also kein Anhaltspunkt, wie man darauf kommen soll. Finde ich persönlich. Oder hättet ihr es jetzt an irgendwas riechen können, dass man unten lang gehen hätte müssen? Ich glaube nicht, oder? Ist ein bisschen, ja, sehr merkwürdig gemacht gewesen. Von daher ist es auch egal. Lass uns nicht weiter drüber sprechen. Sondern lass uns jetzt hier den hier besiegen, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, wie die ganzen Endgegner heißen. Ich weiß nur, dass der Stein Blocky heißt. Mehr weiß ich auch nicht. Und der hier, die Robbe heißt Dr. Eisbär. Der Eisgegner, der Eiszwischenboss. So, dann haben wir dieses Level auch erfolgreich beendet. Ich denke mal, wir müssen es reinschneiden, weil ich, wie gesagt, den Fisch brauche. Und ich habe das Gefühl, wir bekommen den nicht sofort hier. Ja, ich glaube, man muss da schon mit dem nötigen Zeug dann reingehen in das Level. Und ich weiß, dass es im zweiten Abschnitt ist. Da kann man nämlich hier irgendwie die Gegner einsaugen, beziehungsweise sieht man, was man braucht, glaube ich. Und ja, man braucht halt den Elektrofisch quasi für. Vielleicht kann man es auch so machen. Ich überleg mal, ich guck mal, ob man das vielleicht so machen kann. Diverse Power-Icons. Also, hier steht halt in dem Ding, den letzten Regenbogentropfen gibt es im letzten regulären Level 7-7. Betretet ihr mit Elektrokine, könnt ihr im zweiten Abschnitt hinter den Blöcken diverse Power-Icons entdecken. In dem folgenden Abschnitt müsst ihr in dieser Reihenfolge immer den entsprechenden Gegner verschlucken und weiter oben mit seiner Power-Blöcke zerstören und durch die Tür dahinter gehen. Wer die Umstände minimieren will, findet die Reihenfolge auch einfach hier. Feuerball, Stein, Igel, Eis, Bumerang. Dann probieren wir es einfach mal so. Ich würde sagen, das geht ja scheinbar auch so. Nehmen wir erstmal die Feuerfähigkeit. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man es auch so hinbekommen. So, das Feuer. Feuer haben wir, Jack. Dann brauchen wir jetzt nächstes Stein. Stein, gib mal her den Stein. So, lass mich raten. Dann müssen wir jetzt noch... ah, okay. Okay, kommen wir also so durch. Okay. So, Stein. Als nächstes brauchen wir den Igel. Wer hat denn hier die Igel? Da, du hast die Igel fähig. Oh no. Nein, warum? Das musst du nun echt nicht... ah, okay. Er kommt nochmal wieder. Alles kein Problem. Kein Problem. Hauptsache, wir kriegen den Igel jetzt. Okay. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir hier mal das hier kaputt. So, dann brauchen wir als nächstes Eis. Lass mal den hier unten. Gibt einen Pinguin her. Dann können wir es ja so machen. Also normalerweise würde man dann halt, wie gesagt, so in dem ersten Raum mit dem Elektrofisch erkennen, was man brauchen würde. Aber ich mache es jetzt einfach mal so, dass wir jetzt nicht großartig nachschauen müssen. Das ist mir zu doof jetzt. Dann können wir am nächsten Part entspannt das Finale angehen, sage ich mal. Und dann passt das auch, würde ich sagen. Oder? Das ist, glaube ich, für alle das Beste. Muss ich da nicht extra noch was reinschneiden. So, und damit haben wir jetzt alle Regenbogentropfen. Und hier gibt es nochmal ein One-Up, das ist ja schön. Gut zu wissen. So, aber jetzt
gehen wir auch raus aus dem Level, beziehungsweise gucken mal, wo wir raus aus dem Level kommen. Ah ja. Hat mich schon gefragt, ob da noch ein Boss kommt oder nicht. Und tatsächlich kommt noch einer. Unser Schirmchenfreund, sozusagen. So. Und schmeiß mir mal deinen Schuh oder was auch immer du nach mir kickst. Ich weiß immer noch nicht, was es sein soll, was er nach einem schmeißt. Nehme ich den Schirm mal mit und dann können wir hier raus aus dem Level. Dann können wir im nächsten Part in Ruhe den Final Boss sozusagen angehen. Ohne dass wir da großartig Zeitdruck haben, da haben wir dann genug Zeit. Ja. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und übrigens vielen Dank an die Leute von GameZone, die das alles aufgeschrieben haben. Wahrscheinlich nicht für mich, sondern für alle. Aber ja, ohne die GameZone-Hilfe wäre ich mit den Regenbogentropfen nicht weitergekommen. Aber gut, wir haben's und gut ist. Im nächsten Part sehen wir uns dann fürs Finale wieder, hoffentlich. Tschüssikowski, euer FlossTV. Bye bye.